Hallo, ich bin Elienix und das ist der 6. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Heute geht es wieder mit unserer lieben Iana weiter. Seit dem letzten Mal ist sie ja offiziell bei den Wildfangs dabei und außerdem studiert sie jetzt Geschichte am Foxbury-Institut. Dann hat sie im letzten Part noch einen neuen Mann kennengelernt. Wenn ich mich richtig erinnere, hieß er Mike. Und außerdem hat sie dann auch noch mit Lou geflirtet. Also ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das alles ziemlich wild und ich bin schon sehr gespannt, wie das in diesem Part jetzt weitergehen wird. Aber bevor wir jetzt in den Part hinein starten, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, wir sind hier bei YouTube jetzt tatsächlich schon bei 1000 Abonnenten. Und genau das möchte ich mit euch in einem 10-Stunden-Stream auf Twitch feiern. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele geben und außerdem werde ich noch Sims 4 Erweiterungen verlosen. Weitere Infos dazu findest du hier auf YouTube im Community-Tab oder auf meinem Instagram oder auf meinem Discord-Server. Aber folge mir am besten schon mal auf Twitch, damit du ja nichts verpasst. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und mit diesem zuckersüßen Anblick starten wir in den Part hinein. Iana kümmert sich gerade um den kleinen Yoru. Ich wollte schon fast Howie sagen, dabei heißt er jetzt schon eine ganze Weile Yoru, aber irgendwie kann ich mich noch nicht so ganz daran gewöhnen. Aber das wird schon. Wir werden uns jetzt ein wenig um den Kleinen kümmern. Und zwar werden wir jetzt einmal mit ihm joggen gehen. Ich glaube, er braucht jede Menge Sport und auch Iana hat schon lange keinen Sport mehr gemacht. Also ich glaube, das passt ganz gut. Und in der Zwischenzeit schaue ich mir an, oh mein Gott, ist das ihre Mutter? Da ist Alu. Jetzt ist also auch sie ungefragt vorbeigekommen. Aber Iana ist ja schon weg, von dem her kümmert uns das nicht weiter. Ich hätte sie jetzt so und so noch nicht begrüßt. Während die beiden hier jetzt joggen, schaue ich schnell, was wir für unser Bestreben benötigen. Und zwar müssen wir 3 Sims in Werwölfe verwandeln. Dann müssen wir 25 Mal die Werwolf-Weltherrschaft an uns reißen. Und dann müssen wir natürlich noch Alpha bei den Wildfangs werden. Lou hat uns gerade eine SMS geschrieben. Ich habe in den Nachrichten gesehen. Ich habe es nicht ganz gesehen. Okay, und jetzt ruft uns auch noch Mike an. Hey Liebling, wollen wir uns einen Film zusammen ansehen? Wir können auch etwas zu essen bestellen, wenn du willst. Genau, das ist der Mike, den wir im letzten Part kennengelernt haben. Ja, warum nicht? Dann besuchen wir ihn eben. Aber wir nehmen natürlich unseren Yoru mit. Wir können unseren Yoru nicht mitnehmen. Okay, dann müssen wir wohl leider ohne ihn reisen. Ich habe in den Kommentaren nämlich gelesen, dass wir ihm unbedingt ein Umstyling geben sollen. Ich finde ihn eigentlich so schon ganz cool. Aber dann schaue ich gleich mal, was wir aus ihm herausholen können. Dann reisen wir mal nach oben und gehen zu ihm. Oh, er scheint auch aktiv zu sein. Dann werden wir jetzt einfach mal von Fitness schwärmen. Ich glaube, dann haben die beiden schon eine Gemeinsamkeit. Und dann werden wir ihm einfach mal einheizen. Gut, das ist sein Apartment. Wer richtet ein Apartment so ein? Okay, ich möchte jetzt nicht irgendwen schämen, wie zum Beispiel die Einrichtungskünste von EA, aber ja. Gut, hier wohnt also unser Mike und dann werden wir unsere Muskeln zeigen, weil immerhin haben wir Muskeln und die können wir zeigen. Okay, er ist Single, sehr, sehr gut. Dann werden wir einmal über das Leben als Werwolf reden. Ich glaube nämlich, er ist auch ein Werwolf, also ich bin mir zu 90% sicher. Wie gesagt, mir gefällt Mike jetzt eigentlich schon sehr gut. Und nur weil die beiden jetzt miteinander flirten, heißt das ja noch auf keinen Fall, dass er irgendwie ihr Mann werden wird oder so. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht vor, dass Iana gleich mal den Mann ihres Lebens kennenlernt. Was passiert hier? Von Mike analysiert werden? Xenophilie, weil mit Aliens interagiert hat? Mike ist ein Alien? Ist Mike ein Alien? Ist er ein Werwolf? Ich habe absolut keine Ahnung. Er ist ein Alien. Warum habe ich gedacht, er ist ein Werwolf, wenn er ein Alien ist? What? Okay, aber ihr habt gesagt, ich soll Mike umstylen und deshalb werde ich ihn jetzt umstylen. Also ich werde jetzt nicht so viel an ihm ändern, aber ein paar Kleinigkeiten kann ich machen. Das ist eine Alien-Farm. Die sieht ja überhaupt nicht aus wie er. Aber okay, dann geht es jetzt mit dem Umstyling los.
Und hier haben wir jetzt unseren Mike. Im letzten Video war ich mir wirklich sicher, dass er ein Werwolf ist. Ich habe keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall ist er ein Alien. Ja, das ist sein Alltagsoutfit. Dann haben wir diese Abendkleidung, das ist die Sportkleidung, die Nachtwäsche, die Partykleidung, die Badekleidung, das heiße Wetteroutfit und das kalte Wetteroutfit. Wie ihr seht, ich bin ein bisschen so in Richtung Macho-Stil gegangen, würde ich jetzt sagen. Also hier haben wir zum Beispiel diese Lederhose oder auch diese Jacken und dann hier diesen Satin-Bademantel. Ich glaube, das nennt man so. Man merkt, er achtet in seiner Tarnungsform sehr auf sein Äußeres. Und an seinem Gesicht habe ich auch ein wenig geändert. Also er hat jetzt eben Wimpern bekommen, einen Skin. Dann habe ich ihm diese Frisur gegeben und eben auch noch einen Bart. Also das ist jetzt das finale Ergebnis. Ich habe mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Also in der Alienform habe ich auch nur die Haare angepasst und ihm überall dieses Outfit gegeben. Also das hat er jetzt einfach immer an. Ich weiß ja jetzt doch nicht, wie groß seine Rolle in diesem Let's Play sein wird. Und deshalb glaube ich, passt das für den Anfang schon ganz gut. Und dann werden die beiden sich einfach noch einmal ein wenig unterhalten. Übrigens, kann mir irgendwer von euch sagen, was er vorhin mit ihr gemacht hat? Also, es sah ein bisschen so aus wie Hypnose. Also, ob das was Schlechtes war, ob das was Gutes war. Ich bin ein bisschen verwirrt. Dann erzählen wir ihm einen Klopf-Klopf-Witz und dann könnten wir einmal mit ihm knuddeln. Ja gut, ich glaube, wir haben genug Zeit bei ihm verbracht. Ich weiß noch nicht, wie das mit den beiden weitergehen wird. Er scheint ganz nett zu sein, aber ich dachte ja auch, er ist ein Werwolf und er ist jetzt ein Alien. Und dann hat er noch irgendeine komische Sache mit Iana gemacht. Warum hasst sie so viele Leute? Okay, Caleb ist ein Vampir, deswegen hasst sie ihn. Ich habe keine Ahnung, warum sie Daryl hasst. Oder Nalani. Flat ist wieder ein Vampir. Und ich weiß auch nicht, warum sie Morgan hasst. Ja, und den hasst sie auch noch. Alles klar, Iana ist wirklich gut im Freundschaften schließen. Und hier sind wir wieder. Ich werde mal schnell die Post holen. Wann beginnt noch schnell die Uni? Also ab morgen anscheinend. Entweder Dienstag oder Mittwoch. Ich meine, Hausaufgaben haben wir eh schon erledigt. Und dann müssen wir nur noch für die Prüfungen lernen. Und ich glaube, dann begeben wir uns wieder mal auf die Uni. Denn wir müssen ja eben eine Abschlussarbeit schreiben und zwei Prüfungen machen. Das heißt, wir werden jetzt einfach ein wenig lernen. Oder eben auch anderweitig für die Uni arbeiten. Solange wir gerade Zeit haben, passt das, glaube ich, ganz gut. Hier haben wir Brightchester und wie immer reisen wir ins Foxbury-Institut. Und zwar hier in die lauschige Lagune. Letztens wollte ich ja das Gebäude ersetzen. Ich hoffe, dass die Galerie jetzt bei mir funktioniert. Dann kann ich das Gebäude endlich ersetzen. Und hier sind wir jetzt in der Galerie. Die sind wirklich alle wunderschön, aber ich glaube, ich werde gleich mal das hier platzieren. Okay, und hier haben wir jetzt das Gebäude. Oh mein Gott, es sieht wunderschön aus. Wir haben hier eine Cafeteria und zwei Computer. Also wir haben hier auch überall so kleine Lernecken. Hier kann man Tischtennis spielen. Dann haben wir hier oben noch weitere Computer und weitere Lernecken. Hier auch noch ein Forschungszimmer. Hier haben wir Toiletten. Und so sieht das Ganze dann von oben aus. Wow, ich liebe es. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Perfekt, dann wird sich Iana gleich mal hier an den Computer setzen und an ihrer Abschlussarbeit schreiben für Zeitalter und Äonen. Ich hoffe, dass sie sich nicht gleich wieder in einen Werwolf verwandelt, denn ihre Wut steigt schon wieder die ganze Zeit an. Und sie ist wütend. Ich muss überwintern. Okay, alles klar. Hier haben wir jetzt auch noch zwei Mitstudenten anscheinend. Sie sieht lieb aus. Freunden wir uns mal mit Salma an. Dann werden wir uns einmal lustig bei ihr vorstellen. Und dann werden wir einmal den Tag verschönern. Und dann könnten wir ihr ja einen Witz erzählen. Und zwar werden wir einfach mal einen schmutzigen Witz erzählen. Dann können wir sie ja einmal noch kennenlernen. Aber dann muss Iana weiterarbeiten. Oh, und hier haben wir wieder Lilly, oder? Ja, Lilly hübsch. Die haben wir letztens kennengelernt. Mit der möchte ich mich noch besser anfreunden. Keine Ahnung warum, aber irgendwie finde ich die unglaublich cool. Wir werden sie nochmal kennenlernen. Und ich möchte, dass Iana so eine coole Freundesgruppe auf der Uni hat. Sie muss ja nämlich auch andere Sims in Werwölfe verwandeln. Und ich hätte gesagt, da suchen wir uns dann drei coole Mitstudenten von ihr aus. Oder generell halt drei Sims, mit denen sie sich gut versteht. Und dann werden wir drei davon eben in Werwölfe verwandeln, dass das Rudel einfach größer wird und dass es eben einfach mehr Werwölfe in dieser Sims-Welt gibt. Dann werden wir ihr eine fesselnde Geschichte erzählen. Sie ist kleptomanisch. Okay, ja, dann passt sie aber tatsächlich ziemlich gut zu den Wildfangs. Dann werden wir ihr einen Klopf-Klopf-Witz erzählen. Die Wildfangs haben ja alle ein paar negative Merkmale. Okay, ja, die ersten Eindrücke sind jetzt noch nicht so gut. Aber ich habe irgendwo mal gehört, dass in den besten Freundschaften sich die Leute am Anfang nie verstehen. Deshalb, wer weiß, was noch passieren wird. Dann werden wir ihr einmal einheizen und werden
Sorgen bezüglich Greg schildern? Nein, das machen wir erst später. So gut kennen wir sie noch nicht. Ja, also Lily finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde irgendwie gerne mehr mit ihr unternehmen. Du hast wirklich ein nettes Lächeln, Lily. Ich hoffe, du kannst mehr lächeln. Oh, das ist eigentlich ganz süß. Und die beiden spielen hier jetzt Saftpong. Eigentlich müsste sie jetzt dann betrunken werden, da ich ja den Slice of Life Mod im Spiel habe. Ich lasse sie mal ein wenig spielen und bin schon gespannt, ob das noch ein wenig eskalieren wird. Und die Saftpong-Partie ist entschieden. Was für ein aufregendes Spiel. Das Spiel geht an Iana Hemming mit 4 Punkten. 4:2 ist der Endstand. Nicht schlecht, Iana hat zum ersten Mal Saftpong gespielt und gleich mal gewonnen. Ja, wie gesagt, Lily finde ich sehr, sehr cool und sie passt auch sehr, sehr gut zu den Wildfangs, glaube ich. Ich werde ihr nur noch schnell ein Umstyling geben, damit sie einfach besser in unser Let's Play passt. Und los geht's!
hier bin ich wieder. Lilly ist so ein unglaublich cooler Sim geworden. Also ich liebe sie einfach. Hier haben wir ihre Alltagskleidung, dann ihre Abendkleidung, ihre Sportkleidung, Nachtwäsche, Partykleidung, Badekleidung, heißes Wetteroutfit und kaltes Wetteroutfit. Also ich verstehe, wenn sie euch ein bisschen too much ist, also gerade mit den ganzen Tattoos und dem übertriebenen Make-up und den Piercings, aber ich finde sie unglaublich cool. Ich glaube, ich möchte, dass sie noch eine größere Rolle im Let's Play spielt. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Lilly haltet und auch, falls ihr schon Ideen hättet, welche Rolle sie in dem Let's Play noch spielen könnte. Okay, wir sind jetzt nach dem Create a Sim wieder zu Hause bei Iyana gelandet. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil ich werde den Part an dieser Stelle dann auch beenden. Und nun sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Sorry, dass es in diesem Part jetzt gleich zwei Umstylings gab, aber wir hatten davor ja noch nie eines, also ich glaube, das ist schon okay. Und wie gesagt, schreibt mir bitte Story-Ideen für Lilly in die Kommentare, weil wie gesagt, ich finde sie unglaublich cool. Aber natürlich freue ich mich auch sonst über jegliches Kommentar und über jedes Like und jedes Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!